Hallo, liebe NLP-Interessierte. Ich bin's der Marian, ein Trainer von Stefan Landsiedel. Und ganz kurz zu mir. Wir sind hier in Klagenfurt. Es ist Winter, aber es sieht trotzdem schön aus, würde ich sagen. Also im Gegensatz zu einer Stadt. Ich meine, da haben wir auch eine Stadt. Also es ist eigentlich ein Dorf. Es ist Klagenfurt. Wir nennen es in Österreich Stadt, aber wie war es bei euch in Deutschland, wäre das ein Dorf. Aber ist halt so das Größenverhältnis anders zwischen uns. Ja, ganz kurz, wer bin ich, was mache ich? Also ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich habe gerade das Buch gelesen, der Biophile-Effekt, wo es darum geht, dass der Wald einen immunstärkenden Effekt auf uns hat. Und liebe es auch, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, aus Büchern praktisch umzusetzen. Also eins der Dinge, die sich verändert haben in meinem Leben durch NLP oder die ich anders mache, seitdem ich NLP kenne, ist, mir ganz oft die Frage zu stellen, wie können wir das praktisch nutzen? Wie können wir das praktisch anwenden? Und dann kommen die Erkenntnisse, Ideen, wie du wirklich was umsetzen kannst, was machen kannst und nicht nur, wie du ja vielleicht gescheiter wirst. Es ist zwar fein, also ich bin auch total gern besserwisserisch unterwegs manchmal. Ich mag das, ich bin ja red gern, wie man vielleicht hört, sieht. Und das ist fein, das ist interessant, aber wirklich cool ist es doch, wenn du dein Leben zum Meisterwerk machen kannst. Wenn du die beste Version deiner selbst leben könntest, was würdest du tun, wenn du heute schon die beste Version deiner selbst leben könntest? Leben würdest. Das wäre doch hochinteressant. Und da bin ich dran, mich selbst dorthin zu entwickeln und andere dabei zu unterstützen, das auch zu tun, zu schauen, was ist denn da im innersten Kern, was ist denn da in dir, was nach außen will. Und ja, jetzt habe ich eigentlich viel über meine Arbeit geredet und weniger über mich. Ansonsten, was mache ich? Im Moment mache ich Wing Chun. Früher habe ich Aikido gemacht und geklettert habe ich auch viel. Das ergibt sich ja, man bitte bei dem Panorama, ja, es ist leider viel Nebel da oben, gell? Aber bei dem Panorama hätte ich jetzt gesagt, muss man ja klettern. Ich glaube, da hinten ist ein Klettergebiet, wenn ich mich richtig erinnere, schon länger her, wo ich früher sehr oft war, damals 6-mal die Woche, wo mir auch Mentaltraining, NLP geholfen hat, ja, an bestimmte Punkte drüber zu kommen, zu schauen, besser zu werden, nicht durch mehr Training, sondern einfach, wenn man da oben ein bisschen geschickter arbeitet. Und ja, ansonsten, ich liebe es zu lesen. Wenn du wirklich ein geiles Buch hast, dann freue ich mich über Empfehlungen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald einmal beim Seminar oder irgendwo anders im Leben. Bis dorthin, erfüllte Zeit. Ciao dir, tschüss.